kulinarisch, als Heilpflanze, in der Naturkosmetik, als hübscher Blumenkranz oder zum Räuchern. Das oft unscheinbare Gänseblümchen ist ein kraftvoller Alleskönner. Das unverwüstliche Blümchen mit dem lateinischen Namen Bellis perennis gehört zu der Familie der Korbblütler. Unser heimisches Wiesengänseblümchen ist eine sehr ausdauernde Pflanze und auch, wenn es sich im Frühling in großen Mengen zeigt, kann es vereinzelt auch das ganze Jahr über gefunden werden. Das verrät auch sein Name. Es gehört zu der Gattung der Gänseblümchen, lateinisch Bellis, und ist andauernd anzutreffen, perennis. Ist gleich andauernd, immerwährend, das ganze Jahr über. Die Hauptsammelzeit des Gänseblümchens geht genau jetzt los. Sie ist von März bis Oktober. Verwendet werden meist die Blütenköpfchen. Das Gänseblümchen verfügt über viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie Schleimstoffe, Bitterstoffe, Saponine, ätherisches Öl, Vitamin C, Magnesium und Eisen, um nur einige zu nennen. Und es werden ihm wundheilende, schleimlösende und hautpflegende Eigenschaften zugeschrieben. Mit seinen vielen tollen Eigenschaften erfreut sich das Gänseblümchen an Beliebtheit in der Küche, der Kosmetik und der Kräuterkunde. Hier zeige ich euch 9 Möglichkeiten, das Gänseblümchen zu verarbeiten. Von ganz einfach bis etwas fortgeschrittener und von D über einen ganz einfach selbstgemachten Blumenkranz bis zur Körperbutter. Los geht's! Nummer 1. Das Gänseblümchen roh essen, im Salat, im Kräuteraufstrich oder als Dekoration auf der Suppe. Gänseblümchen sollten aber nur in kleinen Mengen verzehrt werden, da sie abführende Wirkung haben können. Daher passt es perfekt, einfach nur ein paar Blüten als nahrhafte Verzierung drüber zu streuen. Ich wasche meine Gänseblümchen immer, bevor ich sie roh in den Salat oder andere Gerichte gebe. Es gibt aber auch eingelegte Gänseblümchen, die sogenannten Gänseblümchen-Kapern, in Essig und Salz eingelegt. Oder süße Gänseblümchen, kandiert sowie Rosenblüten und Veilchen. Oder mit Schokolade überzogene Gänseblümchen. Nummer 2. Gänseblümchen-Tee. Der Gänseblümchen-Tee kann aus frischen oder getrockneten Gänseblümchen hergestellt werden. Der Tee aus gerade gepflückten Gänseblümchen schmeckt meiner Meinung nach erfrischender und sanfter, der aus getrockneten Gänseblümchen etwas intensiver und herber. Ich finde, die Geschmacksnote aus frischen Gänseblümchen passt besser in die Sommerzeit, der Tee aus getrockneten Gänseblümchen besser in den Winter. Möchte man den Tee nicht nur zum Genuss trinken, sondern als Hustentee verwenden, empfiehlt es sich, einen Deckel auf die Tasse oder Kanne zu legen, während der Tee zieht. So sammelt sich der Wasserdampf samt wertvollen Inhaltsstoffen am Deckel und tropft wieder in den Tee zurück. Und die Wirkstoffe gehen nicht verloren. Der ausgekühlte Tee kann aber auch als beruhigendes Gesichtswasser verwendet werden. Gerade bei unreiner Haut passt das Gänseblümchen sehr gut. Den kühlen Tee einfach mit einem Wattebett auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. Auch wenn man den Tee als Gesichtswasser verwenden möchte, muss man ihn immer frisch machen, um so sicher zu gehen, dass er nicht verkeimt. Wer ein Gänseblümchen Gesichtswasser haben möchte, das etwas länger hält, für den habe ich ein bisschen später noch einen Tipp. Nummer 3. Räuchern mit dem Gänseblümchen. Dem Gänseblümchen wird beim Räuchern ausgleichende, stimmungsaufhellende, stärkende und belebende Wirkung zugesagt. Darüber hinaus wird das Gänseblümchen der Venus zugeordnet und kann auch für Liebesräucherungen verwendet werden. Getrocknete Gänseblümchen sind wie andere zarte Blüten stark hitzeempfindlich. Das heißt, in der Mitte des Räucherstöfchens, wie ihr es seht, verkohlt und verbrennt es leicht. Deswegen würde ich es immer an den Rand des Räucherstöfchens legen, so entfaltet sich das Aroma besser. Nummer 4. Gänseblümchen-Hydrolat. So macht man ein Gänseblümchen-Gesichtswasser, das etwas länger haltbar ist. Nicht nur Gänseblümchen-Tee kann als beruhigendes Gesichtswasser für unreine Haut verwendet werden.
soll das Gesichtswasser etwas länger haltbar sein und geeignet sein, um es in andere Kosmetikprodukte, wie zum Beispiel eine Creme, weiterzuverarbeiten, empfiehlt sich ein Hydrolat herzustellen. Ein Hydrolat wird auch Pflanzenwasser genannt oder Blütenwasser. Hydrolate werden durch Wasserdampfdestillation hergestellt und bestehen aus dem Kondensat, das durch die Abkühlung des Dampfes entsteht. Für eine professionelle Herstellung wird eine Destille verwendet, die sind allerdings recht teuer. Doch man muss nicht gleich in eine Destille investieren, vor allem wenn man nur kleine Mengen an Hydrolat produzieren möchte. Auch mit ein paar einfachen Utensilien aus der Küche kann man Hydrolate zu Hause für den Eigengebrauch herstellen. Hier seht ihr, wie ich es mache, im Schnelldurchlauf. Mit Kochtopf, einer kleinen Schale und einem Sieb und einer großen Schale, in die kaltes Wasser oder Eiswürfel kommen. Das Ganze kommt auf den Herd und hier bildet sich das Hydrolat an der Unterseite der großen Schale und tropft in die kleine Schale zurück. Nur bitte aufpassen, es wird alles sehr heiß. Wie ihr das genau macht, auf was ihr achten müsst und wie viel Pflanzenmaterial ihr hier verwenden müsst, habe ich in meinem Video zum Hydrolate-Machen mit Gänseblümchen ganz genau zusammengefasst. Ich verlinke es unter diesem Video in der Beschreibung. Die so hergestellten Hydrolate sollten zwar vermutlich einige Wochen halten, aber nicht so lang wie professionell hergestelltes Hydrolat, das sogar bis zu einem Jahr haltbar ist. Also bitte zügig verbrauchen oder man kann auch noch etwas Konservierung hinzugeben, wenn man möchte. Nummer 5. Gänseblümchenöl. Ich habe bereits erwähnt, dass das Gänseblümchen gerne bei unreiner Haut verwendet wird. Aber allgemein werden ihm hautpflegende und regenerierende Eigenschaften zugeschrieben. Die kann man sich zunutze machen, indem man einen Ölauszug mit Gänseblümchen herstellt. Das geht mit getrockneten und mit frischen Gänseblümchen. Mit getrockneten Gänseblümchen stelle ich einen Kaltauszug her. Ich gebe die Gänseblümchen in ein Schraubglas, gieße Öl darüber und lasse das Ganze ungefähr 4 Wochen lang ziehen. Um bei frischen Gänseblümchen die Schimmelgefahr zu minimieren, mache ich lieber einen Heißauszug für ungefähr 1 Stunde im heißen Wasserbad. Das Video dazu habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn ich Öl für das Gesicht mache, verwende ich besonders gern Mandelöl oder Jojobaöl. Wenn ich einen Ölauszug mit frischen Gänseblümchen mache, achte ich trotzdem darauf, dass ich sie vorher etwas anwelken lasse, damit nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist. Und auch beim Abseihen drücke ich die Gänseblümchen nicht aus, um nicht unnötig Wasser ins Öl zu drücken. Das Gänseblümchenöl wirkt besonders pflegend auf die Haut und es wird ihm wundheilende und straffende Wirkung zugeschrieben. Es kann zum Beispiel vorbeugend gegen Dehnungsstreifen regelmäßig in die Haut einmassiert werden. Das Gänseblümchenöl kann auch bei unreiner Haut und Akne eingesetzt werden, da das Gänseblümchen entzündungshemmend wirkt. Das Öl kann man in die gereinigte, noch feuchte Gesichtshaut einmassieren oder es stellt auch die Grundlage vieler anderer Gänseblümchenrezepte her, wie Salbe, Körperbutter oder Creme. Diese schauen wir uns jetzt genauer an. Nummer 6. Die Gänseblümchen Körperbutter. Mit dem Gänseblümchen Ölauszug und etwas Shea-Butter kann man eine pflegende Körperbutter herstellen. Shea-Butter spendet Feuchtigkeit und ist extrem hautpflegend. Sie wirkt ebenfalls hautregenerierend und passt wunderbar zum Gänseblümchenöl. Ich trage die Körperbutter immer direkt nach dem Duschen oder Baden auf die noch feuchte Haut auf, da das Wasser den öligen Komponenten der Körperbutter hilft, besser und schneller in die Haut einzuziehen. So zaubert sie ein sandweiches Hautgefühl und das Gänseblümchenöl pflegt die Haut. Mit einem und demselben Rezept lässt sich entweder eine glatte oder eine fluffige Körperbutter, wie ihr sie hier seht, herstellen. Mein Video mit dem genauen Rezept habe ich unter diesem Video in der Beschreibung verlinkt. Nummer 7. Ein Klassiker, die Gänseblümchensalbe.
Um eine Salbe herzustellen, muss man einfach nur etwas Wachs hinzugeben. Entweder Bienenwachs oder Pflanzenwachs. Hier seht ihr Canauba-Wachs, das ist dann die vegane Alternative. Aber man kann genauso gut auch Bienenwachs verwenden. Das wäre die klassische Art, eine Salbe herzustellen. Die Gänseblümchensalbe kann dank der wundheilenden Wirkung des Gänseblümchens verwendet werden, um der Hautregeneration bei kleinen Kratzern oder Schrammen zu helfen, um sie auf Insektenstiche und kleine Blutergüsse aufzutragen oder auch um sie besonders auf trockene Haut, beispielsweise an den Fersen oder den Ellenbogen aufzutragen, um sie zu pflegen. Nummer 8. Gänseblümchen-Haarkranz. Ganz schnell und einfach selbst gemacht, wenn man weiß, wie. Alles, was man für den Gänseblümchen-Haarkranz braucht, sind Gänseblümchen. Und am besten die mit möglichst langem Stiel. Gänseblümchen, so wie dieses hier, sind perfekt. Ungefähr 10 cm sind eine gute Länge, die Stängel können aber auch gerne noch länger sein. Ich beginne den Kranz mit zwei Gänseblümchen, die ich überkreuzt übereinander lege. Dann wird der Stiel des unteren Gänseblümchens über den Stiel des oberen Gänseblümchens gewickelt und man zieht eine Schlaufe. Dann werden beide Stiele parallel zueinander ausgerichtet. Und so geht es immer weiter. Gänseblümchen für Gänseblümchen wird aufgelegt und der Stiel umwickelt, bis sich ein Kranz bildet. Man braucht ein bisschen Geduld, aber wenn man mal den Dreh heraußen hat, dann geht es wirklich ganz einfach. Das ganze Video, wo ich genau zeige, wie ich den Kranz binde, habe ich wieder unter diesem Video in der Infobox verlinkt. So sieht der fertige Kranz aus. Die beiden Enden verknote ich dann mit einer Schnur. Man kann aber zum Beispiel auch Grashalme nehmen, wenn man gerade auf der Wiese unterwegs ist und sonst nichts anderes hat. Ich würde sagen, für so einen Kranz braucht man ungefähr eine halbe Stunde. Und Nummer 9, das Gänseblümchen als Wiesenpflaster. Das Gänseblümchen wird auch Wiesenpflaster genannt. Vielleicht kennen einige diesen Begriff auch vom Spitzwegerich. Der hat ebenfalls diesen Spitznamen bekommen. Die Blüte des Gänseblümchens kann zwischen den Fingern zerdrückt werden und kann unterwegs als erste Hilfe auf Insektenstiche und kleine Kratzer und Blasen aufgelegt werden. Der Saft des Gänseblümchens soll dabei schmerz- und juckreizlindernd wirken. So, und das waren sie. 9 Möglichkeiten, um das Gänseblümchen zu verwenden. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Ich verwende Gänseblümchen am liebsten als Tee und in der Naturkosmetik. Einer meiner Lieblinge ist die Gänseblümchen-Körperbutter. Ich freue mich also schon, dass die Gänseblümchen-Saison wieder so richtig losgeht.